So, okay, wir beschäftigen uns mal mit Hasse-Diagrammen und zwar mit der Frage, welche Form eigentlich Hasse-Diagramme annehmen können von Zahlen, die genau 12 Teile haben. Ja? Also wir schauen uns jetzt mal nur Zahlen an. Zahlen, ja, ich nenne mal die Zahl n, ne? Mit der Teileranzahl von n ist genau 12. Also, es sind genau 12 Teile in der Teilermenge von n. Wie können die Hasse-Diagramme aussehen von mn potenziell? Ne? Naja, überlegen wir uns mal, wie war das nochmal mit der Primfaktorzerlegung und Zahlen und Teileranzahlen? Ne? Also, angenommen, n hat folgende Primfaktorzerlegung: p1 hoch e1 mal p2 hoch e2 mal und so weiter mal pk hoch ek. Ne? Haben wir irgendwann mal rausgekriegt, dass dann die Teileranzahl von n gleich ist mit, naja, jetzt muss man die Exponenten nehmen und immer 1 dazu addieren und dann multiplizieren. Ne? So, plus ek plus 1. So, das ist die Anzahl der Teiler, wenn die Primfaktorzerlegung ebenso gegeben ist. Okay, in unserem Beispiel ist jetzt das hier gleich 12. Jetzt ist also die Frage, wie kann man hier so ein Produkt gestalten, dass da 12 rauskommt? Gucken wir uns mal, oder überlegen wir uns mal verschiedene Möglichkeiten. Ne? Eine Möglichkeit ist ja, hier draus zu machen, 1 mal 12 gleich 12. Ne? Andere Möglichkeit wäre 2 mal 6. Gleich 12 oder 3 mal 4 gleich 12. Gibt noch andere Möglichkeiten, ne? Zum Beispiel 2 mal 2 mal 3 ist 12. Ja, jetzt andere Möglichkeiten gibt es nicht mehr, ne? Jetzt haben wir schon alle möglichen Kombinationen rausgekriegt. 1 mal 12, 2 mal 6, 3 mal 4. Nochmal kurz überlegen, wenn wir die 4 jetzt nochmal aufsplitten, 2 mal 2 mal 3. Ja, da kommen wir jetzt auf die 12. Also letztlich brauchen wir jetzt hier sowas wie die Primfaktorzerlegung der Anzahl der Teile. Ne? So. Also wie gesagt, das sind immer diese Faktoren hier, die ergeben multipliziert miteinander die Anzahl der Teiler von nt von n, nicht n. Ne? N ist ja immer noch p1 hoch e1 und so weiter. So. Wie könnt ihr jetzt also das Hasse-Diagramm jeweils aussehen. Nehmen wir vielleicht erstmal das Beispiel hier, 2 mal 6. Das heißt, wir haben ein Hasse-Diagramm in diesem Fall, das so aussieht. 2 mal, und jetzt haben wir hier 4, 5, gehen wir noch in die andere Richtung. Kein Platz gerade hier. So. So, ne? Wir haben zwei Primfaktoren, nämlich P1 und P2, mit jeweils E1 und E2 als Exponenten. Und dementsprechend haben wir hier P1 hoch 1 und hier haben wir P2 hoch 5, ne? Hier haben wir P1 hoch 0, P1 hoch 1 und P2 hoch 0, P2 hoch 1, P2 hoch 2, P2 hoch 3, P2 hoch 4, P2 hoch 5. Wie viele Teiler sind es jetzt insgesamt? 12. 12, ne? 2 mal 6 und das ist die entsprechende Primfaktorzerlegung in diesem Fall für die Zahl n. So, ja, jetzt können wir das Ganze noch an diesem Beispiel machen. 1 mal 12, ne? Wie dann hast du ein Diagramm aus, das können wir hier machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne? Ah, nicht ganz hingekriegt. Ihr wisst, was ich meine. Also, hier haben wir praktisch 12, ja, 12 Teiler, die ja aufgereiht sind. Wir haben ganz oben ist P1 hoch 11. Also, die Primfaktorzerlegung wäre P1 hoch 11. Dann kämen wir ebenfalls auf 12 Teiler, die eben die visuelle Struktur haben von 1 mal 12. So. 3 mal 4 sieht dann entsprechend natürlich so aus. 3 in die eine Richtung,
4 in die andere. Ne? Das sind auch 12 Teile offensichtlich. Ne? Kann man hier zählen, sind 12, kann man geschickt zählen. 3 mal 4 ist 12. Okay, 12 Teile. Dementsprechend haben wir hier Pi1, oder? Pi1 Quadrat, ne? Pi1 hoch 0, Pi1 hoch 2, Pi1 Quadrat und hier Pi2 hoch 3. Also dann wäre die Primfaktorzerlegung in diesem Fall Pi1 Quadrat mal Pi2 hoch 3. Ja? Wenn wir es mal in dem Beispiel noch überlegen, die Primfaktorzerlegung wäre Pi1 Quadrat mal Pi2 hoch 3. Dementsprechend wäre die Teileanzahl 2 plus 1 mal 3 plus 1. Das ist ja gerade 3 mal 4. Das letzte, 2 mal 2 mal 3, das überlasse ich euch jetzt, das aufzuzeichnen. Ne? Das ergibt natürlich ein dreidimensionales Konstrukt mit drei Primfaktoren, P1, P2 und P3 und entsprechend mit den jeweiligen Potenzen P1 hoch 1 mal P1 mal P2 hoch 1 mal P3 hoch 2. Okay.